Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WW2K19, dem Community Universe, dem Evoverse. Es ist mal wieder 15 Uhr, die letzte Ausgabe vom Pay-Per-View Elimination Chamber. Und ich kann euch nur mal sagen, heute wird es mal ein Match beim Main Event geben. Ich habe zwar angekündigt, dass ab heute wieder zwei Matches gezeigt werden, aber ja. Es ist jetzt die letzte Folge vor Elimination Chamber und da bei Elimination Chamber sowieso die Matchcard feststeht, wird da jetzt dann deswegen auch nichts mehr dran geändert. Also heute nochmal ein Match, das gibt dann natürlich nochmal denen die Chance, die jetzt Royal Rumble nicht komplett zu Ende schauen konnten, aus Zeitgründen, um eben quasi der ganzen Sache wieder ein bisschen mehr zu folgen, um ein paar Folgen nachzuholen und damit quasi hier so das, was jetzt passiert ist in den letzten Tagen, weil es halt nicht so wirklich Storyline-relevant war, damit man wirklich, wie gesagt, da jetzt nochmal ein bisschen aufholen kann. Auf jeden Fall noch einmal der Hinweis, es wurden jetzt ganz, ganz viele neue Charaktere überprüft, bis auf die neuen, also die jetzt einen Charakter für Staffel 4 hochgeladen haben, habe ich alle kontrolliert, die für Staffel 3 in Frage gekommen wären. Und tatsächlich haben nur zwei Leute von, ich glaube, 9 oder 10 Leuten, die ich kontrolliert habe, haben es nur zwei Leute geschafft, ab heute wieder dabei zu sein. Und ja, aufgrund dieser Tatsache kann ich euch nochmal ans Herz legen, kommt nochmal auf meinem Discord-Server vorbei, wenn ihr da nicht seid. Dort seht ihr halt die drei Channel-Prüfungsverfahren, angenommen, abgelehnt. Dort seht ihr dann die Gründe, warum euer Charakter abgelehnt wurde. Ansonsten natürlich alle anderen auch noch herzlich eingeladen, wenn ihr Interesse habt, bei diesem Projekt mitzumachen mit eurem erstellten Wrestler. Dann schaut euch mal das Video in der Videobeschreibung an und erstellt euch einen Charakter anhand der Teilnahmedingen, die dort gefordert sind. Allerdings noch die Bedingung, wer einen Charakter hochlädt, das habe ich mir nämlich jetzt neu überlegt, weil ich im Stream mal wieder gemerkt habe, weil wir haben nämlich einen Livestream gerade, wo ich aufnehme, wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt, so ein paar Charaktere zu kontrollieren, habe ich mir gesagt, alle, die einen Charakter jetzt hochladen, müssen mindestens in 4 verschiedenen Videos an 4 darauffolgenden Tagen etwas kommentiert haben. Also es nutzt jetzt nichts, jetzt, keine Ahnung, die Videos zu suchten, die jetzt vergangen sind, sondern wirklich ab der Folge, wo ich das sage oder quasi ab der Folge, wo ihr einen Charakter hochgeladen habt vom Datum ab, dann müssen wirklich an 4 darauffolgenden Tagen Kommentare kommen. Also ich hoffe, dass es dann jedem klar, wie das gemeint ist. Na gut, das auf jeden Fall dazu. Ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt mal in die Folge rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und los geht's. So, da haben wir Roman Reigns, Drew McIntyre und Elias in einem Triple Threat Match. Hier holt sich Roman Reigns den Sieg. Dann haben wir den Murdoch gegen Heath Slater. Hier hat der Murdoch den Sieg sich geholt. Außerdem haben wir Seth Rollins gegen Delta Demon, der momentan ganz gut drauf ist. Aber ich denke mal, Seth Rollins wird dort eine Nummer zu viel für ihn sein. So sieht es auch leider aus. Seth Rollins holt sich den Sieg. Dann haben wir AOP-Treffen auf die EWO. Stimmt gar nicht. Rezar trifft auf Mark Barrett. Nur die Tag-Team-Partner sind als Manager mit dabei. Hier holt sich Rezar tatsächlich den Sieg. Was ist denn da los, okay? Dann haben wir noch Bray Wyatt trifft auf Baron Corbin. Hier holt sich Bray Wyatt den Sieg und Kin Medaro trifft auf den K-Dog im 6. Match des Tages. Da holt sich K-Dog den Sieg. Dann haben wir noch Ricardo Velasco Jr., Jack White, BDG und Bobby Lashley in einem Match. Hier holt sich Ricardo Velasco Jr. den Sieg. So, was haben wir in den News drin stehen? Nicht zuletzt, weil Akim und Hergi während der Einzelkämpfe ihrer Partner am Ring für absolutes Chaos sorgen, ist die Anspannung zwischen den beiden Teams inzwischen so groß, dass die Situation ein wenig außer Kontrolle gerät. Wer weiß, was diese beiden Teams im weiteren Verlauf dieser Rivalität einander noch antun werden. Ja, da bin ich aber auch mal gespannt. So, wir haben auch übrigens nur diese eine Rivalität noch 3 Wochen und unten ist wirklich nur eine mögliche Rivalität. Was ist denn bei Raw momentan los? Fragen über Fragen. Wir gehen auf jeden Fall mal zur nächsten Show und schauen mal, was bei SmackDown passiert. So, da haben wir die Usos treffen auf die Hardy Boys, da holen sich die Usos den Sieg. Dann haben wir Xavier Woods, Big E, Kofi Kingston, also The New Day gegen Andrade und Randy Orton, warum auch immer, mit Selina Vega als Managerin. Und Andrade und Randy Orton holen sich auf jeden Fall den Sieg. Jordan Pigeot trifft auf den Stormy, da holt sich der Stormy den Sieg. Des Weiteren haben wir Michael Adams gegen den Wolf Hunter, hier holt sich Michael Adams den Sieg. Tracer trifft auf den Death Psycho, der Royal Rumble Sieger holt sich hier den Sieg im Match. Dann haben wir noch El Ranko gegen den Walter, hier holt sich El Ranko den Sieg, Walter schön versagt. Dann haben wir die Black Invasion, sie treffen auf The Bar, hier holen sich die Black Invasion mal wieder den Sieg. Und ja, das war's dann mit SmackDown, dann schauen wir mal in die News rein.
So, dann einmal in die News reingucken. Da haben wir für Black Dragon Dark Magic hatte der Sieg in ihrem Nicht-Titelmatch große Bedeutung. Sie haben heute Abend gezeigt, dass sie Cesaro und Sheamus schlagen können. Jetzt können sie auf dieser Welle des Erfolges in ihr anstehendes Tag Team Championship Match reiten und erneut gewinnen. Der Angriff von El Ranco auf JCC Styles vor dem Match erinnert uns alle erneut an die Feindseligkeiten zwischen diesen beiden Rivalen. Für diesen Superstar ist diese Rivalität eindeutig nicht nur eine Frage des Stolzes. Er will einen klaren Sieg und seinen Gegner dabei leiden lassen. Dann haben wir Ace griff Jordan Pigeot mit einem skrupellosen Angriff an. Der Superstar zeigte keine Gnade gegenüber seinem Championship-Rivalen. Er hat deutlich gemacht, dass er seinen Gegner zerbrechen will, um das Titelmatch mit der Championship zu beenden. Selbst wenn er dafür eine Karriere zerstören muss. Rivalitäten haben wir noch. El Ranco gegen Styles eine Woche. Jordan Pigeot gegen Ace 3 Wochen. Und die Black Invasion gegen The Bar geht 9 Wochen. So, ansonsten 3 Rivalitäten momentan möglich. Walter sogar gegen Valeska, die Hardys gegen die Usos und Tracer gegen Death Psycho, dann werden wir auch bei SmackDown fertig. Wir gehen zu WCW Monday Nitro. So, Ricochet gegen den Demon Ace. Hier holt sich Ricochet den Sieg. Taka Knight und Otis. Dozovic gegen Primo und Epico. Hier holen sich Primo und Epico den Sieg. Außerdem haben wir Prince gegen Kalisto. Hier holt sich Prince den Sieg. Rey Mysterio trifft auf Sin Cara. Hier setzt sich Sin Cara durch. EC3, Big Show, Aleister Black und Lars Sullivan. Hier holt sich Aleister Black den Sieg. Bob trifft auf den Killer Gamer. Hier holt sich der Killer Gamer den Sieg. Big Magic trifft auf Shinsuke Nakamura. Hier holt sich Big Magic den Sieg. So, News. Die Feindseligkeit zwischen den Gegnern drohte nach einem aggressiven Wortwechsel zwischen ihnen überzukochen. Otis versuchte seinem Rivalen eine Kostprobe seiner eigenen Medizin zu verabreichen, indem ihn im Tag-Match überrumpelte, aber Tucker revanchierte sich mit einem Angriff und ließ ihn dann allein im Ring stehen. Also das ist sowas, was so ein bisschen verbuggt ist in dem Spiel. Das lief tatsächlich in 2K18 besser, dass das Ding dann auch gesplittet wird. Und jetzt sind die irgendwie, obwohl sie verfeindet sind, weiter im Tag-Team, bis wir sie trennen würden. Samoa Joe startet eine Gegenoffensive gegen den Demon Ace und beglich damit die Rechnung von letzter Woche. Die Intensität seines Gegners ist ihm nicht fremd. Und jetzt hat er gezeigt, dass er in dieser Rivalität nicht nachgeben wird, egal wie brutal es wird. Ja, das ist doch schön. Wir haben keine Rivalität. Nee, doch, haben wir. Ich dachte gerade, 2 Wochen noch. Und außerdem noch 3 Wochen zwischen Joe und dem Demon Ace. Ansonsten... ja, jetzt nichts Weltbewegendes, tatsächlich nur ein Abonnent hier mit dabei, der Bob, ansonsten alles reale Wrestler, aber wie sollen da auch Abonnenten dabei sein, wenn wir halt kaum welche haben bei WCW? Na gut, All Elite Wrestling ist jetzt dran, schauen wir mal. So, Chris Jericho trifft auf Dolph Ziggler, hier holt sich Dolph Ziggler den Sieg, dann haben wir Adam Wolf gegen den Goldust, hier holt sich Adam Wolf den Sieg. Außerdem haben wir Michael Masters, Jordan in einem Einzelmatch. Hier holt sich Michael Masters mal wieder den Sieg. Carl Anderson trifft auf Eric Young. Hier holt sich Eric Young den Sieg. Außerdem Nick Bro, El Mysterio, Luchador und Jacob Cass. Da holt sich Nick Bro den Sieg. Dann haben wir noch im 6. Match des Tages Kenny Omega gegen Cody Rhodes. Da ist Kenny Omega der Sieger. Und AJ Styles gegen den AEL. Da holt sich AEL Elite Wrestling den Sieg. So, was steht in den News drin? Da haben wir, Eric Young hatte genug von seinem Rivalen, ließ seiner geballten Frustration und Wut beim wilden Angriff auf Carl Anderson freien Lauf. Die Superstar bewies in dieser Racheaktion Durchhaltevermögen und Mut. Goldust hat seine Absichten deutlich gemacht, indem er vor Beginn des Matches Adam Wolf überfallen hat. Er möchte seinen Gegner verletzen, wird ihn angreifen, wenn er es am wenigsten erwartet. Rusev mischte sich mit einer weiteren Aktion erneut in die Matches von Chris Jericho ein. Der Superstar ist fest entschlossen, seinen Rivalen zu frustrieren und ihn bei seinen Matches zu stören. Ja, das ist mal eine Leistung, eine Rivalität mit Goldust zu haben. Hier 11 Wochen geht das noch zwischen Adam Wolf und ihm. Dann noch 4 Wochen die Good Brothers gegen Sanity und 9 Wochen Jericho gegen Rusev. Ja, dann werden wir auch bei All Elite Wrestling fertig. Wir gehen dann mal zu NXT rüber und schauen, was da passiert. So, Steven, der Predator, Xubix und Big Ending. Hier holt sich der Predator den Sieg. Shayna Baszler gegen Candice LeRae. Hier holt sich Shayna Baszler den Sieg. Dann haben wir Kyle O'Reilly, Bobby Fish gegen Hanson und Rowe. Hier holen sich Kyle O'Reilly und Bobby Fish den Sieg. Kairi Sane trifft auf Bianca Belair. Hier holt sich Kairi Sane den Sieg. Arc Enemy trifft auf Devil of Joker, Hazardous Terror und Crazy Virgil. Da ist Crazy Virgil erfolgreich. El Rixon gegen den Demon Killer. Da holt sich El Rixon den Sieg. Und dann haben wir noch Dan Madison, Dave Vader und Scott Stone im Main Event. Da holt sich Dan Madison den Sieg. Was haben wir in den News drin stehen? So, El Rixon hat sich heute Abend den Sieg geholt und reichte seinem Gegner in einem bewundernswerten Akt von Respekt und Sportsgeist die Hand. Demon Killer schlug seine Hand weg und verließ den Ring. Die Frustration über die Niederlage stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Das könnte der Beginn von Spannung zwischen diesen Superstars sein. Dakota Kay startet eine Gegenoffensive gegen Bianca Belair und beglich damit die Rechnung von letzter Woche. Die Intensität ihrer Gegner ist ihr nicht fremd und jetzt hat sie gezeigt, dass sie dieser Rivalität nicht nachgeben wird, egal wie brutal es wird.
Montesfort und Angelo Dawkins haben ihre Rivalität auf eine persönliche Ebene gebracht, nachdem sie Hanson Joe angegriffen haben. So, Rivalitäten haben wir noch. 4 Wochen die Street Profits gegen die War Raiders, 10 Wochen Rixen gegen den Demon Killer und 8 Wochen Dakota Kay gegen Bianca Belair. Dann wären wir hier fertig. Wir gucken mal hier nochmal ins Championship-Ranking rein. Da sind Gargano und Big Ending an Steven vorbei. Außerdem ist El Rixen an Demon Killer vorbei. Dan Madison an Dave Vader, Scott Stone. Und Ben Punk ist an Fun Night. Also die zwei neuen unten im Ranking aufgelistet, damit ihr auch halt wieder seht, wer dann quasi neu ist. Ja, der Titel ist immer noch nicht vergeben, was ich so oft mir vornehme, was ich immer wieder vergesse. Dann gehen wir mal zum Abschluss heute zum Main Event. So Leute, und dann sind wir beim Main Event angekommen. Dort haben wir heute nämlich was ganz Besonderes. Da wir die Folge im Twitch Livestream aufnehmen, werden heute alle mit am Start sein, die im Twitch Livestream eben auf mein Kommando Hallo geschrieben haben. Grüße gehen dabei noch raus an den Hanover, den ich schon ein bisschen längere Zeit jetzt kenne, der damals mit mir zum Beispiel die Lanxess Arena in Minecraft gebastelt hat. Der hat auch Hallo geschrieben, allerdings dadurch, dass er keinen Charakter in WWE hat, muss er leider nur zuschauen. Ich hoffe, es ist okay für ihn. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal Ale gegen den Ace im Opener. Da haben wir Ale als Sieger, der Demon Ace trifft auf den Steven. Da holt sich der Steven den Sieg. Des Weiteren Wild Harlequin und El Halil gegen El Ranko und den Murdoch. Hier holt sich El Ranko und Murdoch den Sieg, warum auch immer die in einem Tag Team sind. Dann haben wir Prince gegen Death Psycho. Hier holt sich der Prince den Sieg. Fun Night trifft auf Kevin Miller. Hier holt sich Kevin Miller den Sieg. Außerdem Ricardo Belesca Jr. trifft auf den Ben Punk, der sein Comeback feiert. Hier holt sich Ricardo Belesca Jr. den Sieg. Ja, und dann das Match. Quasi die gleiche Stipulation wie gestern. Mit am Start sind Maurice TV, David Cole, Kin Midaru, Walter, K-Dog, Big Ending, Black Dragon, Jack White. Grüße gehen nochmal raus an den Twitch Live-Chat. Wir schauen uns dann mal dieses Match an mit einem schnellen Schwung, mit einem ausgeschalteten Einzug und einfach einer Menge Spaß und einer Menge Bonbons. So Leute, und dann sind wir direkt mal im Match. Wir verzichten heute mal auf den Einzug, weil jeder weiß ja noch, wie das in den letzten Tagen war. Bei so viel erstellten Wrestlern dauert das einfach ewig und da habe ich einfach keinen Nerv mehr drauf. Und eigentlich die Leute, die jetzt hier so drin sind, die kennt man ja vom Einzug her. Auf jeden Fall, was haben wir denn für Paarung? Big Ending gegen Kin Medaru. Dann K-Dog hat es hier mit Maurice, glaube ich, zu tun. Jack White mit dem Dragon. Cole mit Walter. Und da haben wir eigentlich die Paarung. Jetzt K-Dog gegen Walter. So, da haut Walter einfach mal, hat sich einfach in die Hände geklatscht. Wollte er dem K-Dog eine abziehen? Er haut einfach nur immer so, so Flakan. Vielleicht wollte er immer so Luft machen, hier so. Das klappt wirklich. Macht man die Hände so und dann kommt Luft. So, jetzt K-Dog. Kriegt da erstmal weiterhin von Walter einen auf die Mütze. Wer ist denn rausgeflogen gerade? 3, 6. Ah, ne, wir sind. Oben sind 3, unten sind 3. Jetzt habe ich es auch gesehen. So, Big Ending kassiert jetzt hier den Black Miss von Kin Medaru. So, Powerbomb. Und kein Pinfall, alles klar. Walter fliegt da rum, als wäre ich so, würde er nur 5 Kilo wiegen. So, jetzt gibt es noch den RKO gegen Big Ending. Aber er kommt schon direkt raus, ohne dass was passiert ist. Jetzt hätte der Ringrichter auch nicht rausrennen brauchen. Also, die ganze Stipulation ist natürlich wie gestern. 8 Mann, False Count Anywhere, Elimination. Kam bei euch ganz gut an. Dragon macht es jetzt oben ganz clever, der guckt einfach nur zu und schont sich. Und, ja, ich dachte, jetzt geht er gegen Big Ending. Also, Dragon muss hier die Ehre der Black Invasion retten. Auf jeden Fall, der Big Ending kriegt richtig auf die Mütze. So, Dragon rollt jetzt mal wieder raus. Oh, das ging schief gerade hier vom Big Ending. Aber K-Dog und Walter, die haben es hier miteinander. Jetzt geht's einfach mal wieder auf Big Ending. Wenn Walter merkt, es geht nicht voran, sucht er sich einfach den nächsten. So, Headbutt von Walter gegen Big Ending. Und jetzt zeigt er einfach mal wieder allen den Mittelfinger. Jetzt Cole gegen Jack White. Und Walter gegen Kin Medaru. Schauen wir mal. Pinfall.
Der Ringrichter zählt nicht. Der Ringrichter zählt nicht. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Och Mann, ey. Jetzt muss ich Walter nehmen. Muss ich gerade steuern, weil sonst die ganze... Wieso geht die Controller-Zuweisung nicht? Ey. Ich kann nichts machen, Leute. Es geht nicht. Es geht nicht. Vielleicht geht's mit dem anderen Controller. Oh, warte mal. Wenn Dragon unterbricht... Nee, macht er auch nicht. Ach Mann, ey, dieses Spiel. Na gut, dann fangen wir halt nochmal von vorne an. Special Effects sind am Start. Wir lassen das nochmal so drin, damit jeder mal sieht, wie toll dieses Spiel einfach ist. Also, das war jetzt einfach nur das Warm-up. Nehmt es so wie bei Call of Duty, wenn man vorher eine Minute Zeit hat, um ein bisschen rumzuballern. Oder wie bei Fortnite, wo man am Anfang auch noch in diesem Warm-up-Modus ist. Ihr habt nichts gesehen. Ich glaube, dem Big Ending wird das sehr gefallen, weil der hat nämlich eben richtig eine drauf bekommen. Signature gefressen, RKO gefressen. Wenigstens ist es ja, das muss man ja positiv sehen, dass das jetzt eingetreten ist, als wir noch keinen gepinnt hatten. Stellt euch mal vor, das wäre jetzt so am Ende passiert. So. Big Ending liegt aber trotzdem wieder da. Ja, übrigens gerade guter Side-Fact. Und da ist schon der Superman-Punch von Dragon gegen Jack White. Eins, zwei. Ja, da kommt aber nochmal raus. Side-Fact, der Black Dragon hat ja den letzten Rumble gewonnen. Oder einen der letzten Rumble. Also das ist gutes Warm-up für ihn hier. Für WrestleMania. So, und hier Walter. Macht hier Fitnessübung mit Jack White. Und draußen Pinfall von Kin Medaro gegen Big Ending. Eins, zwei. Ja, Big Ending kommt aber nochmal raus. Und Kin Medaro geht doch wieder zu Big Ending. Der denkt auch, nö, lasst die anderen euch mal, macht euch fertig, ich kümmere mich um ihn. So, gibt's den Flatliner. Der Falling Flatliner. Wie ich ihn immer ganz gerne nenne. Aber jetzt mal der Reversal von Big Ending, aber das ist auch wieder der Reversal von Kin Medaro. Und, ja, Frankensteiner. Cole guckt jetzt auch zu. Und jetzt scheint es den Black Mist zu geben. Oh, David Cole, das sollte man sich überlegen, bei Kin Medaro zu machen. Ah, die arbeiten zusammen auf einmal, okay. Tritt David Cole etwa der Asia Organization bei? Wie habe ich es genannt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, das sieht man halt wieder die Vorteile vom Moveset, was Kin Medaro hier mit Big Ending anstellt. Das geht dann ruckzuck. Das Interessante ist ja, dass eigentlich beim Big Ending läuft es gerade genauso wie eben in dem Match. Nur am Kassieren. So, jetzt Walter gegen Jack White und da kommt der F5. Pinfall, Ringrichter ist sogar da. Eins, zwei, aber Jack White kommt nochmal raus. So, jetzt Maurice gegen K-Dog. Die arme Jojo ist schon total hier verängstigt. So, jetzt schauen wir mal, gibt Big Ending auf. Nee, Big Ending scheint nochmal zurückzukommen. So, Reversal Kin Medaro und das wird jetzt, glaube ich, Big Ending in eine blöde Situation bringen. Denn der kann jetzt nicht kontern. Jetzt wird er sich den AKO fangen. Er kann doch kontern. Big Ending. Das könnte ihn jetzt doch zu... Warum konnte er jetzt kontern? Der müsste eigentlich diese Kontersperre gehabt haben.
So, jetzt hat Big Ending Glück, dass Jack White haut Walter raus. Da profitiert jetzt tatsächlich wohl der Big Ending von. Ja, tschüss Walter. Der wird erstmal wahrscheinlich wieder seinen Kopf in so ein Bienennest reinstecken. So, jetzt Kin Medaru mit Jack White. Da haut er erstmal vorbei. So, K-Dog mit dem Pinfall gegen Maurice. Aber da ist auch wieder der Kickout. Jetzt ist der Ringrichter K.O. Pinfall gegen den Ringrichter von Maurice, aber er zählt nicht. So, jetzt Jack White gegen Big Ending. Und Maurice auch. Irgendwie alle gegen Big Ending. Alle auf den, der blutet. So, Pinfall gegen... Ne, da kommt er direkt raus, Jack White. Und RKO gegen Jack White. Und jetzt will Big Ending abstauben. Kin Medaru akzeptiert das. 1, 2. Und Jack White mit dem Kickout. Im Ring K-Dog gegen Maurice wieder. Jetzt muss der Ringrichter allerdings mal dahin. Aber jetzt kommt der Kickout, weil es zu lang dauert. So, DDT. So, auch da der Kickout. Weiß gar nicht, wo du hingucken sollst. So. Einmal End of Days für David Cole vom Dragon. Jetzt sind drei Leute hier gerade am Pinnen. So, es wird weitergezählt. 1, 2. Und Cole ist raus. So, und jetzt kann er direkt weiterzählen, der Ringrichter. Denn K-Dog ist in Gefahr. Ich frage mich ja, wie der das sieht von da hinten. Aber gut. Aber K-Dog kommt raus. Der Ringrichter arbeitet auf Anweisung anscheinend. So, tschüss, Herr Cole. Das Nightmare Stable. Einfach eine Schande. Tracer wird sich echt vom Schminkspiegel umdrehen und kann sich das Ganze nicht anschauen. So, Big Ending ist jetzt dann auch raus. Maurice ist raus. So, und dann waren es nur noch vier. So, jetzt White gegen K-Dog. So, Clothesline von Jack White gegen Kin Medaru. Und der rollt sich erstmal raus. K-Dog mit dem Reversal. Nächste Clothesline. Der einzige, der noch relativ unversehrt aussieht, ist der Black Dragon. Kommt jetzt aber wieder zum Ring. Steigt aufs oberste Seil. Was hat er vor? Jetzt hilft da sogar Jack White. Und jetzt will er eigentlich den K-Dog attackieren. Jetzt geht's Uppercut. Oh Gott, Dragon, was war das? Was ist eigentlich mit Kin Medaru los? Ach, Kin Medaru hat wohl eine lange Nacht gehabt. Und zu tief ins Glas geguckt. Aber K-Dog auch. Die hatten wohl die gleiche Kneipe. So, jetzt kommt das Running Knee von Kin Medaru, geht schief.
Aber der AKO, out of nowhere kann man das sagen, gegen Jack White. Eins, zwei, und wieder kommt Jack White raus. Was zur Hölle? Irgendwie habe ich das Gefühl, der Dragon ist hier in der besten Position. Das sieht nicht aus, als würde er hier viel auf die Nase bekommen. Oh, jetzt der Reversal von K-Dog. Neckbreaker umgedreht und stattdessen, schauen wir mal, was macht er jetzt mit? Dragon rollt sich wieder raus. Das bringt Dragon tatsächlich wieder eine gute Position, wenn er draußen rumliegt. Käme da und fliegt raus. Clothesline gegen K-Dog von Jack White. Jetzt kommt der Reversal. Man sieht es einfach schon wieder. Und Kin Medaru schlägt drauf. Das akzeptiert er nicht. Da geht es darum, wessen Bier schlechter war. Das ist persönlich. Warum steht eigentlich Jack White schon wieder? Ja, Dragon ist auf jeden Fall der mit der besten Performance im ganzen Match. Oh, das sah jetzt gut aus, der Neckbreaker. Und dann K-Dog setzt direkt nach gegen Kin Medaru. So, Dragon wieder da. Ja, irgendwie bei den letzten vier zieht sich's ganz schön. Was hat jetzt Jack White vor? Oh, das gibt jetzt hier die Powerbomb vom Dragon. So, und der Pinfall. Wahrscheinlich kommt Jack White eh wieder da raus. Den können wir auch Jack Blood nennen mittlerweile. Jo, das war's also für Jack White. So, jetzt K-Dog gegen Kin Medaru. Der dreht jetzt wieder auf. Und wieder geht's schief. Und nächste Powerbomb vom Dragon gegen Kin Medaru. Und jetzt will der K-Dog abstauben. Dragon akzeptiert das erstmal so. Eins, zwei und Kin Medaru mit dem Kickout. So, jetzt Zigzag von Dragon. Ne, das war glaube ich nicht der Zigzag. Das war dieser andere Move, der so ähnlich aussieht. Und Tombstone von K-Dog gegen Dragon. Schauen wir mal, ob das die Entscheidung ist. Jetzt zieht er nochmal wieder ein bisschen rum. Pinfall. Das kann nicht sein, dass Dragon jetzt rausfliegt. Der hat doch nichts kassiert. Oh, Kin Medaru rettet Dragon. Jetzt will er ihn pinnen. Was ist denn jetzt hier los? Ja, jetzt kommt Dragon wieder raus. Da kann er jetzt froh sein, dass die zwei sich nicht einig sind. Bestes Match überhaupt. So, Powerbomb mit Boston Crab gegen Kin Medaru. Eins, zwei. Ja, jetzt dreht er ihn um. Gibt Kin Medaru auf. Nee. So, jetzt versucht Dragon zu... Jetzt kommt wahrscheinlich... Jetzt kommt der Pinfall. Das ist so oft schon passiert. Ja. Das ist einfach so richtig Bullshit. Die Aufgabe wird da... Oh, erstmal dem Ringelstein in die Fresse gehauen. Und jetzt recht ihn. K-Dog recht jetzt. Superman Punch. So, der Pinfall. Ja, Dragon, hättest du dann den Ringrichter nicht kaputt gemacht? So gut, ey. Vielleicht reicht's ja doch noch.
Ich würde jetzt einfach gehen, wenn ich der Ringrichter wäre. Eins, zwei, ja, da kommt er nochmal raus. Und jetzt kommt, glaube ich, die entscheidende Powerbomb vom Dragon. Aber das wäre auch das, was ich ja schon gesagt habe. Dragon hat, der hat nicht viel eingesteckt eigentlich in dem Match. Außer eben den Tombstone. Pinfall jetzt gegen K-Dog. Eins, zwei, ja. Und Glückwunsch an den Black Dragon. Er hält mal wieder die Ehre der Black Invasion hoch. Aber wie geil war das bitte? Er ist mal voll in den Ringrichter reingesprungen. Und direkt im Anschluss einfach, komm, ich gebe dem jetzt noch einen Superman-Punch. Richtig gut. Ja, Leute. Das war doch mal eine feine Sache, was wir hier gesehen haben. Das Match hat doch unterhalten. Erstmal war es verbuggt und dann war es am Ende richtig lustig. Na gut, dann gehen wir mal zurück ins Menü. Tja Leute, und da sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen, die eigentlich dann auch wieder doch länger dauerte, als ich eigentlich vorhatte. Aber wenn halt so ein Match verbuggt ist, was willst du machen? Auf jeden Fall, wir schauen uns dann heute auch kein Power Ranking an, denn es steht ja mal wieder ein Pay-Per-View bevor, Elimination Chamber, dann morgen für euch auf meinem Kanal um 15 Uhr. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder reinschalten würdet. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne wieder in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint gerne meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Über jedes Follow würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Wäre eine coole Aktion von euch. Genauso, wenn ihr meinem YouTube-Kanal noch ein Abo hinterlassen würdet und wir diesen Weg dann gemeinsam bestreiten werden. Jeden Tag gibt es nämlich eine neue Folge von WWE 2K19 auf meinem Kanal. Ansonsten diverse Orakels zu vergangenen Pay-Per-Views. Die Karriere habe ich gespielt in Showcase-Modus. Also einfach umschauen, würde mich freuen, wenn ihr, wie gesagt, meinem Kanal abonniert und dann mal öfters auch vielleicht in die Kommentare reinschreibt. Auf jeden Fall bin ich dann jetzt an dieser Stelle raus. Ich wünsche euch allen dann noch einen schönen Tag. Nochmal vielen, vielen Dank fürs Reinschreiben, für die Aufmerksamkeit. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.